Ich meine, seitdem der Hype, oh, neue Flugzeugträger, so ein bisschen abgeflacht ist, ist es eigentlich meistens recht überschaubar. Also wenn ich keine Flugzeugträger spiele, dann habe ich wirklich auch nur in jedem dritten Gefecht oder sowas mal einen Flugzeugträger drin. Also es hat sich wieder ziemlich normalisiert nach dem ganzen Hype. So, was haben wir jetzt? Drei Trentos. Ein Atlanta. Böse, böse. Der Rest ist okay. Scouten wir erstmal ein bisschen. Gut, gucken wir mal, was da ist. Gucken wir mal, ob sich jemand freiwillig opfern möchte. Ist so ziemlich ein Rat, den ich jedem Zerstörerkapitän geben kann. Wenn Flugzeugträger im Gefecht ist, macht nicht, was die Cossack gerade macht. Ich meine, das ist ja. Das war jetzt so ziemlich das Metagame, bevor es den Flugzeugträger Reaper gab, dass das erste, was Zerstörer machen sollen, ist nach vorne zu fahren in die Cap Zones und anzufangen zu cappen. Macht das nicht. Das ist mittlerweile seit dem Rework so ziemlich das Schlechteste, was ihr machen könnt. Weil ihr habt jetzt Flugzeugträgerkapitäne wie mich hier sitzen, der gar nicht daran interessiert ist, jetzt erstmal zu gucken, wo die ganzen Gegner sind, sondern genau das, was die Kiew jetzt macht. Ja, nein, tut das nicht. Weil das ist jetzt einfaches Frühstück für mich quasi. Er hat sich jetzt sowas von alleine dahingestellt, hat keinerlei Support, was Flugabwehr angeht, und ist einfach noch in diesem Metagame von früher drin, von vor dem Rework. Oh, ich muss so schnell wie es geht in den Cap Circle rein. Ich muss so schnell wie es geht Sachen einnehmen. Und nur weil die Lexington jetzt so nett ist und der Kiew einen schönen Flugabwehr, also mit der Combat Air Patrol da, einen schönen Regenschirm gibt quasi, ist sie jetzt noch da. Nur deswegen. Also ich wäre jetzt auch knallhart wiedergekommen mit noch einer Gruppe an Raketenflugzeugen und hätte das Ganze jetzt nochmal gemacht. Ich habe hier jetzt schon 9000 Lebenspunkte gezogen. Macht das nicht. So. Tutorial Ende. So, in A ist auf jeden Fall kein gegnerischer Zerstörer drin. Das heißt, wir haben hier das nächste Ziel ist der Kreuzer da vorne, die Charles Martel. Sie dreht ab, das macht sie ganz gut. Und da drüben die Roma. Roma-Flugabwehr weiß ich gerade gar nicht. Ist sie gut? Im Zweifelsfall. Ja, sieht so aus, das geht ziemlich schnell. Ja, das sieht schon ziemlich stark aus. So, kriegen wir einen Torpedo noch rein? Ah, nicht, wenn ich da jetzt genau durchfliege. 3, 2, 1 und Abwurf. So. Ist das jetzt eine Permafl Flut? Sieht so aus. Sehr gut. Habe ich eigentlich gar nicht drauf abgezielt jetzt, aber gut, wenn wir es so hinbekommen, dann ist das doch schon mal ganz gut. Gehe ich auf die Roma oder gehe ich auf die Scharnhorst? Ich meine, Roma ist wahrscheinlich gefährlicher, Scharnhorst ist ein einfacheres Ziel. Kiew ist auch wieder da. Ich call mal Priority Target. Ich gehe erstmal auf die Scharnhorst. Ich meine, die ist gerade nicht wirklich vital, aber ich habe gerade sonst kein wirklich gutes Ziel. Jetzt dreht sie genau in die falsche Richtung. Für mich in die falsche Richtung.
Schaffen wir das so niedrig? Drei Zitadellentreffer. Okay. Anscheinend schaffen wir das so niedrig, noch die Zitadelle zu treffen. Gut. Kann ich schon nach vorne gehen? Ein bisschen, ne? Ich meine, die Roma und die Charles Martel, die dürfte unser Team jetzt hinten rausnehmen können. Um den Rest kümmere ich mich dann gleich. Also ich will ungefähr hier, da hinter der Insel, will ich enden. Konzentriere mich jetzt erstmal hier drauf, die Flanke hier zu säubern und dann gucke ich, was ich da hinten habe, weil da ist, der Block ist immer noch zu groß. Ist die Atlanta noch am Leben? Nein! Sehr gut. Die Flugverteidigung von der Atlanta ist ein Biest. Da steigst du echt mit keinem Flugzeugträger gegen an. Oder zumindest mit den Staffeln. Gut, wenn du den Träger reinschickst, da gehst du auch sehr schnell kaputt. So, Runde 2. Ich könnte erst die Charles Martel rausnehmen, weil Flugabwehr und sowas und die hat weniger Lebenspunkte, aber Consistent Damage auf der Roma ist, glaube ich, meinem Team im Moment ein bisschen nützlicher. Und die treffen mich. Oh oh. Ah, die treffen doch. Die Jäger verfolgen uns noch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann nochmal Lightning Strike. Ah, Banzai. Komm schon. Das hat er jetzt nicht mitgenommen. So. Das hat er so nicht mitgenommen. Aber das heißt, die Comet Air... Na gut, ist ja kein Comet Air Patrol in dem Sinne. Das ist ja ein Catapult Fighter. Selbes Ding, unterschiedlicher Name. Die Roma ist raus. Sehr gut. Dann können wir ja sogar noch aggressiver gehen. Ich glaube, die Charles Martel... Ich will jetzt nicht noch ein drittes Schiff sein. Ein viertes Schiff. Die Trencho, die Bismarck und die Amalfi... Die jagen. Ich glaube, ich unterstütze jetzt erstmal die Flanke hier drüben, weil King George und die Bismarck hier drüben brauchen noch ein bisschen. Brauchen noch ein bisschen Hilfe. Und die Auber. Komplett übersehen. Pinke Spieler übersieht man so leicht. Die Scharnhorst hat sich auch so ein bisschen. Ja, gut, die beiden Trentos hier. Sind die in einem. Nee. Ich dachte, sie wären vielleicht in der Division zusammen. Weil die spielen das gleiche Schiff und die spielen recht ähnlich. Zumindest gerade im Moment. Ich dachte, die wollen der Scharnhorst jetzt noch ein bisschen helfen. Vielleicht wollen sie es auch. Aber an sich ist die Scharnhorst noch in einem guten Bereich für mich zum Angreifen. Und dann kann ich immer noch rumcirkeln und die Tirpitz, die irgendwo hier oben im Moment noch ist, angreifen. Komme ich da durch? Ja, sehr gut. Du willst noch nicht mal manövrieren, oder? Das war nicht so gut. Das war jetzt auch nicht so gut, aber ich musste irgendwie den Drop wieder ausgleichen. Ah. Nein. Kursänderung, Planänderung. Wir fahren rüber. Das haben wir relativ eindeutig gewonnen. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich die jetzt noch abwerfe, weil im Grunde genommen... Ich mache das immer um... Ja gut, gefällt es eh vorbei. Aber ich werfe die eigentlich immer ab, um zumindest ein paar Flugzeuge zu retten von der Flugabwehr, damit die dann wieder einsatzbereit sind für die nächste Welle. Aber da haben wir es ja jetzt gar nicht so gebraucht. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt noch oben drauf kommt.
Ist auch dasselbe, ne? Noisy Girl. Noisy Girl. Was ein Name. Guti.